Ja, ich bin enttäuscht, man kann sogar ein Stück traurig, weil der Philipp nicht nur ein Weltklasse-Spieler ist, sondern auch als Kapitän diese Rolle vorbildlich ausgeübt hat. Und er ist ein Vorbild in seinem ganzen Verhalten. Und dass er sich mit einer Weltklasseleistung in seinem 113. Länderspiel mit dem Titel verabschiedet hat. Ja, irgendwo kann ich es auch verstehen, dass dann die Überlegung kommt zu sagen, also mehr kann ich jetzt nicht mehr erreichen. Ich habe ihm dann noch gesagt, aber wie auch immer, musst du aber nach Düsseldorf zum nächsten Spiel kommen, dass wir dich auch würdig verabschieden. Ob er dann nochmal zum Einsatz kommt, das muss der Bundestrainer entscheiden, aber der Abschied für einen solch außergewöhnlichen Spieler, das wollen wir schon sehr, sehr würdig über die Bühne gehen lassen. Also erst einmal habe ich es mit Philipp Lahm auch gelesen und ich möchte die Gelegenheit nutzen, ihm meinen großen Respekt auszusprechen für das, was er für die Nationalmannschaft getan hat. Denn Weltmeister zu werden im Fußball ist sicherlich eine Mannschaftsleistung, aber der Kapitän hat damit auch etwas zu tun.